Puerto Rico Amazone Arutor de Selzank Gensidi Puerto Rico Amazone Amazona Betata ist eine endemische Papageienart, die nur auf der karibischen Insel Puerto Rico vorkommt. Sie gehört zu der Gattung Amazona innerhalb der Familie der Psittacidae. Gelegentlich wird diese Art auch als Iguaca bezeichnet. Diesen lautmalerischen Namen gaben ihm die Taínos, weil er an das Geräusch erinnert, den die Papageien machen, wenn sie auffliegen. Seit dem Aussterben des Carolinersittichs ist die Puerto Rico Amazone die einzige, noch lebende einheimische Papageienart, die auf dem Territorium der USA vorkommt. Mit der Zeit nur wenig mehr als 40 Individuen zählt diese Amazone weltweit zu den seltensten Vogelarten. Die Puerto Rico Amazone ist eine von 32 Arten aus der Gattung der Amazonenpapageien. Von ihr wurden bislang zwei Unterarten beschrieben. Amazona betata vitata ist die Nominatform, die auf Puerto Rico beheimatet ist und früher wahrscheinlich auch auf den Inseln Figueres und Mona vorkam. Dort ist die Form mittlerweile ausgestorben. Das Verbreitungsgebiet der Nominatform beschränkt sich heute auf die westlichen Gebiete des Caribbean National Forest auf Puerto Rico. Amazona betata gracilipes kam auf der Insel Culebra vor. Da diese Art sich unter anderem von Bananen und anderen landwirtschaftlichen Anbauprodukten ernährte, wurde sie intensiv bejagt und ist seit dem Jahre 1912 ausgestorben. Wie für die meisten Amazonen typisch, hat die Puerto Rico Amazone eine überwiegend grüne Befiederung. Diese grünen Federn haben am Rand einen dünnen schwarzen Saum. Die Stirn der Vögel ist rot, und die Augen sind von einem breiten weißen Augenring umgeben. Die Flügelunterseiten, die im Flug gut zu sehen sind, weisen dagegen eine leuchtend blaue Befiederung auf. Die Schwanzfedern sind an der Unterseite gelblich-grün. Die Körperlänge dieser Amazone beträgt zwischen 28 und 30 cm, und sie wiegen zwischen 250 und 300 Gramm, wobei die Vögel im Allgemeinen etwa 275 Gramm schwer sind. Puerto Rico Amazonen sind damit verglichen mit anderen Arten aus der Gattung der Amazonen verhältnismäßig kleine Vögel, allerdings sind die Amazonenarten, die auf den Antillen ähnlich klein. Als nächste Verwandte der Puerto Rico Amazone gelten der auf Jamaika vorkommende Rotspiegel-Amazone, Amazona agilis, und die auf Hispaniola lebende Blaukronen-Amazone, Amazona ventralis, eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu. Wie für die Amazonen-Papageien typisch, ist die Schädelkapsel bei der Puerto Rico Amazone vollständig. Sie weisen auch das für Amazonen typische Flugmuster auf, bei der die Flügelschläge weich sind und ihren Wendepunkt erst unterhalb des Körpers erreichen. Als Christoph Kolumbus 1493 auf Puerto Rico anlandete, war die Puerto Rico Amazone noch ein weit verbreiteter und häufig vorkommender Papagei. Die frühesten Bestandsschätzungen weichen stark voneinander ab. Die frühesten Schätzungen sprechen von 1 Million Vögel, während andere von 100.000 Individuen ausgingen. Während der ersten 150 Jahre unter spanischer Herrschaft war die Besiedlungsdichte auf Puerto Rico sehr niedrig, und im Jahre 1650, als die Insel von etwa 880 Personen besiedelt war, galt die Puerto Rico Amazone als häufiger Vogel. Nach 1650 stieg die Besiedlungsdichte auf der Insel stark an und die Bestände der Puerto Rico Amazone begannen zurückzugehen. Bereits 1836 hielt der deutsche Naturwissenschaftler Heinrich Moritz Gade fest, dass sich die Anzahl der Individuen dieser Papageienart auffällig reduziert habe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der größte Teil der ursprünglichen Waldbestände auf Puerto Rico gerodet, um den Anbau von Zuckerrohr zu ermöglichen. Dies führte zu weiteren Bestandsrückgängen und auf den zu Puerto Rico gehörenden kleineren Inseln Culebra, Figueres und Mona war die Puerto Rico Amazone zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Im Jahre 1940 war die Verbreitung der Art nur noch auf die Luquillo Mountains des Caribbean National Forest begrenzt.
In den 1950er Jahren betrug der Bestand der Population noch lediglich 200 Individuen. Der Bestandsrückgang setzte sich auch in den nächsten Jahrzehnten fort und erreichte mit nur 13 Individuen im Jahre 1975 seinen Tiefpunkt. Danach begannen sich die Bestandszahlen leicht zu erholen. Im August 1989 wurde der Bestand auf mindestens 47 Vögel geschätzt. Am 18. September 1989 fegte der Hurrikan Hugo über die Nordostküste von Puerto Rico und richtete starke Verwüstungen an. Starke Schäden richtete der Hurrikan auch unter den endemischen Vogelarten Puerto Ricos an. Von dem seltenen Angela-Waldsänger erlossen durch den Sturm zwei der vier verbliebenen und isoliert lebenden Bestände und für die Puerto Rico-Amazone schätzte man die Bestandszahlen nach dem Sturm auf nur noch 23 Individuen. Zu Beginn des dritten Jahrtausends hatte die Population noch nicht die Bestandszahl vor dem Sturm erreicht. 2006 schätzte man die Populationszahl auf 44 Individuen. Wie alle Papageien ist auch die Puerto Rico-Amazone ein Pflanzenfresser, der ein breites Nahrungsspektrum nutzt. Gefressen werden von ihm Blüten, Früchte, Blätter, Rinde sowie Nektar. Untersuchungen haben für ihn bis jetzt etwa 60 unterschiedliche Nahrungsbestandteile festgestellt. Man geht jedoch davon aus, dass das Nahrungsspektrum aufgrund seines größeren Verbreitungsgebietes noch größer war. Zu den zurzeit genutzten Nahrungsbestandteilen gehören die äußere Samenhülle von Prestia montana, Dacrycoats excelsa und Materiba domingensis, die Früchte von Matcravia sinensii, Myconia sinensii, Clusia gundlachel sowie Redia portoricensis. Die Blüten von Alcornea latifolia und Pictocarpa tetrantha, die Zweige und Blätter von Clusia grisibachiana, Magnolia splendens, Pictocarpa tetrantha und Microfolis garcinifolia sowie die Rinde von Psychotria bertheriana und die Knospen von Ingavera. Die Puerto Rico-Amazone brütet in Baumhöhlen, die allerdings nicht von ihr selber gegraben werden. Als Nistbäume nutzt die Art hauptsächlich Curinara chemiflora. Auch die Bäume Magnolia splendens und Dacryodes excelsa werden als Baumarten genutzt, wenn auch in einem weit geringeren Umfang als Curinara chemiflora. Alle diese Baumarten bilden auf natürliche Art und Weise Baumhöhlen aus. Damit nicht ein Mangel an geeigneten Nistplätzen zum limitierenden Faktor bei der Fortpflanzung wird, hat man in der Waldregion, in der die Puerto Rico-Amazone noch vorkommt, mittlerweile auch künstliche Bruthöhlen eingerichtet. Diese werden von den Vögeln angenommen. Die Nester befinden sich in der Regel zwischen 7 und 15 Metern über dem Erdboden. Die Männchen sind normalerweise diejenigen, die nach geeigneten Bruthöhlen suchen. Sobald ein geeigneter Brutplatz gefunden ist, verbringt das Pärchen einige Zeit damit, die Baumhöhle zu inspizieren und zu reinigen. Es wird kein Nistmaterial in die Bruthöhle eingetragen. Ihre Geschlechtsreife erreicht die Puerto Rico-Amazone in freier Wildbahn im Alter von 4 Jahren. In Gefangenschaft ist sie bereits mit 3 Jahren fortpflanzungsfähig. Puerto Rico-Amazonen gehen eine lebenslange Partnerschaft ein. Die Fortpflanzungszeit fällt in die Monate zwischen Januar und Juli, wenn die Niederschlagsmengen niedrig sind. Das Weibchen legt zwischen 2 und 4 Eier, die zwischen 24 und 28 Tagen bebrütet werden. Dabei brütet nur das Weibchen. An der Fütterung der Jungen sind dagegen beide Elternteile beteiligt. Die Jungen verlassen 60 bis 65 Tage nach dem Schlupf ihr Nest. Sie leben mit den Elternvögeln bis zum Beginn der nächsten Fortpflanzungsperiode im Familienverband.